Es kann auch sein, dass die Kette müde war. Lambda-Sonde, Bruder, meinst du, dass die Katze leer sind? Die ist leer. Die ist leer, ne? Und? Okay. Aber ist leer? Ist da nichts drin? Also wenn der TÜV-Prüfer sowas sieht, der ist durch. Dann ist er durch. Dann nee. Nein, kein Feuer. Willkommen bei Kfz-Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um den ZL. Um den Schrotti 500, den hat er sich auch regelrecht verdient. Wer das Video von Mr. Do It angeschaut hat, hat es ja mitgekriegt, dass der Wagen ein bisschen mehr als paar Wehwehchen hat. Wer es nicht gesehen hat, hier verlinke ich das Ganze. Ich war auf Autobahn und der hat der Wagen nicht mehr gezogen. Ich vermute natürlich, dass der Luftmassenmesser kaputt ist. Wir hatten natürlich Probleme gehabt, wir konnten den nicht auslesen leider. Wir haben den im Livestream gestern ein bisschen auseinandergenommen und ja, es geht. Wir können den auslesen und wir lesen den jetzt auch zusammen aus. Wir haben hier ein CL-Coupé, 215, 5 Liter, M113. Da stimmt alles. So, wie ihr seht, hatten wir den ja schon vorher ausgelesen gehabt. Natürlich haben wir tausende von Fehlern. Wer hätte es gedacht? Lambda-Sonde, Bank 1, Sensor 2, Bank 2, Sensor 2. Diese beiden Fehler können wir auch nicht löschen. Das heißt, wir vermuten natürlich, genau, die Lambda-Sonden sind hinter dem Cut. Das heißt, es kann sein, dass wir ein Auto haben, der cutlos ist. Also stinken tut's auf jeden Fall. Okay, 20 Jahre alt, die Cuts können schon kaputt sein. Ich will den Wagen auf jeden Fall von unten einmal anschauen. Ich bin gespannt, ob wir manipulierte Cuts drunter haben oder nicht. Da bin ich gleich gespannt. Und wenn nicht, werden wir gleich eine Sonde abbauen und einmal mit der Kamera reinschauen. Und mal schauen, was die Kamera sagt. Wie es nicht reicht, haben wir natürlich ein bisschen Pech. Und ja, wir haben jetzt vor kurzem auch Kettengeräusche. Es kann auch sein, dass die Kette müde war. Hauptsache die Massage sitzt. Jetzt wissen wir auch, warum so CL auch einen geilen Sound hat hier. Und jetzt werden wir den von unten anschauen. Und da ist mein Mentor gleich dabei. Das heißt, vier Augen sehen mehr als zwei. Mal schauen, wie er reagiert. Er weiß ja gar nichts von. Schlimmer geht's nicht. Kettengeräusche haben wir schon. Wagen zieht nicht. Keine Airbags, Elektronikprobleme und. Wir sind sehr, sehr bequeme Menschen und Massagesitze mit so einer Qualität, mit so einer Leder, kostet halt viel. Ich bin gespannt, wie der Wagen von unten aussieht. Werden wir glücklich gehen oder werden wir später so aussehen? Mal schauen. Ich bin happy. Hier muss ich mich einmal bei Car Diagnostics bedanken, weil die haben mir einmal ein nettes Paket geschrieben mit einem netten Schreiben. Könnt ihr euch einmal lesen. Und hier den VCDS geschickt. Kekse waren auch dabei. Die Kekse habe ich natürlich aufgefressen. Die sahen so lecker aus. Riesen Dankeschön. Ich habe mich ehrlich gefreut. Ehrlich. Ahmed Abi da. Guckt sich den an. Ich habe den schon überflogen. Mal schauen, was der sagt. Hier habe ich Licht. Querlenker habe ich gesehen. Wo nun? Querlenker? Ne, der hier. Guck mal, wenn du den wackelst. Wackel den. Ja, hier auch. Da, ja, ja. Wackel den. Perfekt, ja, aber der ist auch nicht in Ordnung. Genau. Scheibenklötze sind in Ordnung. Stoßdämpfer, ja. Motorölverlust. Motorölverlust. Der zeigt mir Lambda-Sonden an. Aber ich glaube hier, guck mal, hier ist voll mit Öl. Mit den Lambda-Sonden. Ich schätze mal, dass er einfach keine Verbindung mehr kriegt. Oder meinst du, dass die Cuts leer sind? Der ist leer. Der ist leer, ne? Der ist leer. Der ist voll. Oh, der scheint leer zu sein. Lass doch einen abbauen oder beide abbauen. Ja, reingucken. Wir gucken da rein. Passt eine Kamera? Ja, natürlich. Kannst du von unten irgendwie einen Unfall erkennen? Guck mal, das habe ich gesehen. Guck mal diesen Träger an. Der ist ganz gerade. Und guck mal jetzt diesen Träger an. Ja, der ist verschoben. Richtig verschoben. Und guck mal hier, da siehst du auch, dass er einen Unfall hatte, ne? Hier. Mhm. Da oben sieht man auch, dass er einen Unfall hatte. Ja, der hat hier einen Klatscher gehabt. Airbags sind hier abgebaut. Hast du das mitgekriegt? Echt? Ja, Airbags sind nicht drin. Haben die dann überbrückt oder was? Widerstand eingebaut? Nee, auch nicht. Ja, aber dann musst du immer wieder Airbag leuchten. Nee, haben die Leuchte einfach rausgenommen. Einfach rausgenommen. Ganz die Kriminellen. Der ist auch ganz schön vergammelt. Hm.
Ja. Aber Hauptsache eine neue Leitung eingebaut hier. Hydraulik. Und neue Querlenker. Und eine Querlenker. Boah. Und hinten die Bremsen haben die neu gemacht. Das ist total bewusst. Natürlich, hier. Löcher. Also wenn ihr wieso sowas sieht, also wenn der TÜV-Prüfer sowas sieht, ist durch. Dann ist er durch. Dann ist der Wagen sofort durchgefallen. Aufnahme. Ja. Aber Differential ist trocken. Wir sehen hier, guck mal, da ist durchgerostet. Ne? Hier ist durchgerostet. Ach, da, ich habe ein paar Stellen gesehen. Durchgerostet, durchgerostet. Der ist komplett durchgerostet. Hier durchgerostet. Aber ich möchte jetzt echt wissen, ob die Cuts jetzt voll sind oder nicht. So, wir werden jetzt auf jeden Fall einmal die Landersonden rausholen und mal schauen, ob da Cuts eigentlich voll sind oder nicht. Einzellen-Cut-Technologie ist ja jahrelange Arbeit. Sowas finde ich nicht. Einzellen-Cut-Technologie, kennst du das nicht? Nein. Das ist das beste Cut, was du dir jemals kaufen kannst, aber. Das heißt überhaupt kein Cut drin. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Ding hier angeht. So nebenbei. So, hast du abgemacht, David? Ja, eine Seite schon. Eine Seite schon. Jetzt gucken wir mal, komm. Und? Okay. Aber ist leer. Ist da nichts drin? Ist da echt nichts drin? Doch, da ist Farbe drin. Da ist drin. Ja, da ist Farbe drin. Eigentlich ist drin. Cut ist drin. Also Cuts oder echt die Landersonden sind defekt. Aber sieht man das da schön? Du siehst so gar nichts hier. Siehst du ja noch nichts. Yeah. Guck mal. Ja. Guck mal, wie schön man das sieht. Also Cut ist Bombe, aber. Ja, da braucht man den anderen auch nicht gucken. Also die Cuts sind drin, also da wurde auch nicht manipuliert. Übrigens, das Ding kostet hier, glaube ich, 20, 30 Euro. Ich kann das mal in die Videobeschreibung rein tun. Also ist echt, muss nicht immer teuer sein. Also so perfekt kann man nicht schweißen, aber das ist ja aber schön, ne? Einfach mal hier auf der Leitung drauf. Guck mal. Was ist das für eine Leitung? Das ist eine Ölleitung. Hydraulikleitung ist das. Für den Fahrwerk, glaube ich. Ja, schätze ich mal, dass die Landersonden echt defekt sind. Oder dass die Cuts einmal nach 20 Jahren nicht mehr funktionieren. Katastrophe, sag ich nur. Und nicht Schrott. Schöne große Maschine. Ich mach den mal an. Hörst du? Ja, denke ich aber auch, aber es knackt wieder. Erst habe ich auch immer eine Rolle gedacht, aber das hört sich jetzt wie eine Rolle an, ne? Ja. Aber wenn du ein bisschen Gas gibst, hörst du das jetzt. Okay. Richtig. Wird auch ein Stück mehr, ne? Ich gebe mal ein bisschen Gas, hör dir das mal an. Wir werden jetzt einmal kontrollieren, dass es nicht die Kette ist. Am besten, wie macht man das, wenn man die kompletten Riemen rausholt und dann nochmal startet und mal schauen, ob die Geräusche noch da sind. So, Flachriemen ist draußen, aber Kettengeräusche hören wir immer noch. Ne? Ja. Was sagst du da zum Auto, Abe? Viel Arbeit. Nicht gut. Also, ich bin super zufrieden mit dem Auto. Kannst du das einmal festhalten, Abe? Weißt du, was man mit dem Auto machen kann? Was denn? Das hier. Mach das lieber draußen. Hä? Mach das draußen. Hast du noch Dings? Nein, kein Feuer. Hast du nicht? Habe ich nicht. Nicht mal Feuerzeug ist ja. Ahmed Abi, danke schön, dass du gekommen bist. Einmal Daumen hoch für Ahmed haben, dass er einmal mal hier spontan gekommen ist und das Auto sich angeschaut hat. Kettenprobleme werde ich natürlich machen, das ist kein Problem. Ihr wisst ja im Endeffekt immer noch nicht, was ich damit vorhabe. Und es wird noch ein sehr, 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 sehr spannendes Projekt am Ende. Ein paar elektronische Probleme werden wir machen. Sonst werden wir das Auto so wie das ist verschrotten. Definitiv, weil das lohnt sich nicht. Wenn der ein oder andere irgendwas braucht vom Auto, soll er mich anschreiben. Was nur nicht zur Verfügung steht, sind einmal die Bremsanlage, Kabelbaum vom Motor, Motor selber, Getriebe. Sonst könnt ihr alles vom Auto erwerben. Das heißt, schreibt mich ruhig an, ruft mich ruhig an. Ganz, 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 ganz Wichtigste ist, er hat Massagesitz. Ist teuer,
ehrlich, ich glaube das nicht, was Massagesitze kosten. Ich sehe immer noch nicht schwarz. Ich hätte die Kette sowieso gemacht. Und was echt nicht korrekt ist, war mit diesem Airbag, weil das Airbag geht gar nicht. Wer Airbag rausholt, dann die Kontrollleuchte drinnen lassen. Ist so, damit der Typ, der das kauft, einfach weiß, okay, Airbags funktionieren nicht. Aber wer die Airbags rausholt, die Kontrollleuchte rausholt, macht sich strafbar. Macht so eine Scheiße nicht und wer sowas macht, ist einfach ein Betrüger. Und gehört, zu meiner Meinung, echt weggesperrt. Und weißt du, das kann ja passieren, ich kann fahren, ich kann auch einen Unfall bauen. Dann funktionieren die Airbags nicht und dann, boom, ist man deswegen irgendwie für immer und ewig irgendwo, ja, trägt man eine Behinderung oder so. Und das ist nicht gut und das ist einfach Betrügerei. Das macht man nicht. Augen auf bei Autokauf. 1500 Likes kriegen bei diesem Video, verrate ich beim nächsten Mal, was ich damit vorhabe und warum ich es eigentlich gekauft habe. Bis zum nächsten Mal. Euer Kfz-Fuzzi, bleibt gesund und lasst euch nicht verarschen im Internet.